Ich bitte das Licht noch runterfahren. Nur Mut, runterfahren. Können wir es noch dunkler machen? So, wenn es dunkler ist, kann man die Bilder besser sehen. Mein Name ist Gunter Holthoff, darf mich kurz vorstellen. Ich habe den größten Teil meines Berufslebens im Ausland verbracht, außerhalb Europas. Als Vertreter der Lufthansa war ich in verschiedenen Ländern lange Zeit tätig. War zum Schluss Geschäftsführer der Fluggesellschaft Hapag-Lloyd Flug, das ist heute TUI Fly. Und war auf die Art und Weise natürlich mein Leben lang mit Reisen beschäftigt. Vielleicht ist da zu der Zeit die Zunge feucht geworden, über die berufliche Reiserei hinaus noch was anderes zu machen. Ich bin beruflich ausgestiegen 1988. Ich habe damals diesen Mercedes-Geländewagen gekauft, der später Otto genannt wurde. Er ist bekannt auch überall nur als Otto. Mit diesem Otto wollten wir damals von Deutschland nach Südafrika fahren, also eine Expedition durch Südafrika machen. Damals war Afrika in jedem Fall noch afrikanischer, als es heute ist. Das ist gelungen, hat aber länger gedauert. Wir waren im Grunde genommen 5 Jahre unterwegs. Mit diesem Wagen Otto, Baujahr 88, 88 PS. Es gibt heute kaum noch einen Wagen mit nur 88 PS. Aber diese 88 PS haben uns innerhalb von 26 Jahren durch die gesamte Welt getragen. Der Wagen hat anstandslos mit dem ersten Motor und dem ersten Getriebe knapp 900.000 Kilometer auf dem Buckel. 900.000 Kilometer kann sich kein Mensch vorstellen. Der schnell rechnen kann, überlegt sich und sagt, das ist 22 Mal um den Äquator. Ich vergleiche es immer, weil man sich das vielleicht besser vorstellen kann, mit der Entfernung von hier zum Mond und wieder zurück plus Mehrwertsteuer. Das ergibt etwa 900.000 Kilometer. Natürlich kann sich auch das niemand vorstellen, aber den Typ da oben kann man sehen und man kriegt ein Gefühl dafür, dass es doch eine ziemlich große Entfernung ist. Ich sagte vorhin, die Tour fing an in Europa, im Zickzack durch Afrika bis nach Südafrika. Wir haben dann den Wagen nach Südamerika verschafft, weil ich früher in Südamerika lebte. Ich habe sogar legalen Wohnsitz in Argentinien und in Uruguay, spreche die Sprache. Und deshalb war es naheliegend, also auch Südamerika zu bereisen. Aber wenn man nun einmal dort unterwegs ist und ist im nördlichen Teil von Südamerika, meine Frau sagte, nun lass uns doch auch noch nach Mittelamerika gehen. Und damit kam der Stein ins Rollen. Wir sind nach Mittelamerika gegangen, sind dann in Nordamerika oben bis zum Eismeer und im Osten, ich war bis nach Labrador unterwegs gewesen, haben den Wagen wieder zurückgefahren bis nach Südamerika, ihn dann verschifft nach Neuseeland, später Australien, später Indonesien oder das indonesische Archipel und dann anschließend in verschiedenen Etappen in Indien gewesen, mehrfach im arabischen Raum, in Zentralasien auch 2 oder 3 Mal, eine 3-monatige Tour durch Indien gemacht, waren in Sibirien einmal bis nach Vladivostok gefahren und einmal auch wieder zurückgefahren von der Insel Sachalin bis nach Mitteleuropa. Otto hat das alles anstandslos überstanden, wir auch. Gibt Ihnen etwa eine Vorstellung der Weite der Welt, wie wir sie geliebt haben. Es gibt noch ein paar Eindrücke jetzt, damit man etwa eine Vorstellung bekommt, warum wir beide, meine Frau genauso gerne wie ich, in der Wildnis oder dort unterwegs waren, wo wenig Zivilisation anzutreffen waren. Ich werde immer gefragt, wo war es am schönsten? Und meine Standardantwort ist, dort, wo wenig Menschen sind. Wenn man diese beiden Dinge vergleicht, es gibt natürlich Menschen, die die Großstadt lieben, es gibt Menschen, die gerne im Stau stehen. Ich bin etwas anders gepolt, wir haben uns also in diesem Teil der Welt wohler gefühlt als in dem unteren. Gelebt haben wir in dem Otto, mit dem Otto, um den Otto, das heißt, wir mussten zwangsläufig unser Leben verbringen wie siamesische Zwillinge.
Denn wir hatten also nie Gelegenheit, dass jemand sagt, ich bin jetzt im Garten und lese ein Buch oder ich gehe in den Keller und mache die Wäsche. Wir waren auf Gedeih und Verderb 24 Stunden aneinander gekettet. Aber dieses aneinander gekettet sein ist auf der einen Seite vielleicht negativ, auf der anderen Seite umgibt es einen natürlich mit einem wunderbaren Gefühl, wenn man solch eine Situation anschaut. Das ist die größte Salzpfanne der Welt in Bolivien, im südlichen Bolivien, in Südamerika, wo wir Gott sei Dank damals ohne weiteren Tourismus 3 volle Tage verbringen konnten. Eine Salzpfanne, die etwa so groß ist wie die Entfernung von hier nach Magdeburg im Quadrat. Geschlafen haben wir ausschließlich im Otto oder in Hängematten. Das heißt, grundsätzlich auf der gesamten Reise kein Hotel und auch kein Restaurant. Der Hauptgrund dafür war, dass wir uns immer sagten, wir können den Otto nicht alleine lassen aus reinen Sicherheitsgründen. Der Otto fuhr zwangsläufig rum in der dritten Welt wie eine gefüllte Weihnachtsgans. Und wir mussten natürlich aufpassen, dass niemand die Weihnachtsgans ausnahm. Deshalb hatten wir in dem Otto eine Platte eingezogen, ein Bett gestaltet, so groß etwa wie ein französisches Doppelbett, 2 Meter lang, 1,50 Meter breit. Und wir haben über die vielen Jahre wirklich angenehm da drin geschlafen. Küchenutensilien sieht man hier oben an der hinteren Tür. Die berühmten Pütte und Pannen hier unten drin. Das heißt, wir waren in der Lage, jeden Abend ein vernünftiges Essen zu kochen, nicht nur eine Dose aufzumachen, sondern wirklich etwas zu kreieren. Das ist die Alternative, Schlaf in den Hängematten. Gibt einem das ein schönes Gefühl, nicht wahr, wie es vielleicht uns ergangen ist in den Gegenden der Tropen. Das heißt, hier zwischen den hochgewachsenen Bäumen zu stehen. Man muss natürlich aufpassen, dass hier oben sich keine Kokosnuss löst. Das heißt, man muss sehr sorgfältig die richtigen Bäume aussuchen. Ich sagte eben, Hängematte, das kann auch so aussehen, in absoluter Trockenwildnis. Der Vorteil der Hängematte ist im Vergleich zum Zeltschlafen, dass man von den ganzen Kriechtieren und wie in diesem Teil der Welt weiter entfernt von den Schlangen ist. Das ist hier in Nordnamibia ein ausgesprochen schlangenreiches Gebiet und da ist es schon sinnvoll, dass man ein wenig Bodenabstand hält. Das ist Ihnen einen Eindruck zu geben, das ist eine Normalsituation. Hier hinter ist die Kochfläche. Hier oben sind die Küchenzutaten und links oben in der Ecke, soweit ich mich erinnere, war sogar Bohnenkraut. Die Tour fing an mit einer Testtour nach Afrika. Wir haben den Wagen damals durch meine guten Beziehungen noch zur Lufthansa in einem Überführungsflug von Deutschland nach Nairobi billig transportieren können. Er wurde hier nachts in Nairobi ausgeladen. Der Wagen noch wirklich schön im Glanz und Druck frisch, bevor es dann in die Wildnis ging. Dies waren die ersten Eindrücke in Afrika. Wir waren völlig unerfahren natürlich mit solchen Dingen und haben hier eine recht gefährliche Situation in einem Gebiet, Gott sei Dank überlebt, was zu der Zeit voll mit Löwen war. Und ich kann heute rückblickend nur sagen, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass wir hier rausgekommen sind. Sie können sich vorstellen, das ist ziemlich knöcheltiefer Schlamm, weicher Schlamm und dort den Wagen anzuheben, zu unterfüttern und dann mit Schwung da irgendwie rauszukommen, das war doch eine anstrengende Sache, aber Gott sei Dank hat es letztendlich geklappt. Um Ihnen Infrastrukturerlebnisse zu zeigen, es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, nicht wahr, dass hier auf der einen Seite in dieser Republika-Veranstaltung auch über autonomes Fahren gesprochen wird. Es wird darüber gesprochen, nicht wahr, wie man mit Voice Communication, also hier mit Sprache, irgendwelche Signale oder Anweisungen an das Fahrzeug geben kann oder durch Bewegungen. Ich glaube, hiernach gibt es noch eine Präsentation zu dem Thema. Man kann sich schwer vorstellen, wie das in solchen Gegenden passieren kann. Da trennen uns sicherlich Lichtjahre von der heutigen Situation. Diese eine der Fernstraßen oder die Fernstraße von der Zentralafrikanischen Republik
in den Norden des Kongo, ehemals Zaire. Eine ähnliche Situation im Nordwesten, Nordosten, Entschuldigung, von Südamerika. Wer sich da mit Geländewagen ein bisschen auskennt, der wird vielleicht hier vorne eine berühmte Winde vermissen. Die haben wir nicht dran. Denn wenn man, wie in diesem Falle, in der berühmten Schitte drin sitzt, will man den Wagen ja nicht noch tiefer dort hineinziehen. Das heißt, eine Winde wäre sinnvoller hinten am Wagen, um den Wagen nach hinten rauszuziehen. Und dafür hatten wir eine Ratsche, einen sogenannten Greifzug, den wir dort einhängen konnten und am anderen Ende an einem Baum befestigten, um den Wagen dann dort rauszuziehen. Dies ist die Fernstraße zwischen der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo. Der eine Kongo nach der Hauptstadt Kinshasa benannt und der andere Kongo nach der Hauptstadt Brazzaville benannt. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einer solchen Situation sind, wenn man mit einem Rad hier reinkäme, würde er garantiert umkippen. Niemanden kann man rufen. Wir haben die ganze Tour ohne elektronische Hilfsmittel bereist. Das heißt, kein Mobiltelefon, kein Satellitentelefon, kein Laptop, keine Kommunikation über heute Facebook und Twitter und YouTube und so weiter. Denn wenn man hier wirklich drin säße und Schwierigkeiten hätte, nützen einem sämtliche modernen Kommunikationsmittel nichts. Man muss selbst sehen, dass man dort irgendwie mit lokalen Mitteln wieder rauskommt. Ich sagte eben, die Fernstraße von dem einen Kongo in den anderen und ein paar hundert Meter weiter war dies die Grenze. Das ist also die offizielle, kann man es lesen, RDC, Republik Démocratique du Congo. Also die Abkürzung für das ehemalige Zaire, Douane, Custom, Zoll. Unter diesem Dach hier sitzen die 6 Vertreter der 6 Ministerien, also von der Gesundheit angefangen, über Einwanderung, über Zoll, über Sicherheit, über Militär, um dort ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit nachzugehen. Die Weiterfahrt sieht oft so aus, nicht nur im zentralen Afrika. Das sind Brücken, die also schon erhebliche logistische und Sicherheitsvorbereitungen erfordern. Hier hatten wir noch Glück, auf dieser Brücke lagen genügend Planken. Aber es gibt Brücken, nicht wahr, wo also nur ganz wenige Planken liegen, sodass man über die ersten rüberrollt und dann von hinten die Bretter nach vorne legt, um dann wieder ein Stückchen weiterzurollen. Immer in der Hoffnung, dass man hier nicht durchrutscht, aber so wie diese Doppel-T-Träger verbogen sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der eine oder andere damals schon runtergerutscht ist. Nägel müssen natürlich immer besser erstmal ordentlich eingetrieben werden, damit sie die Reifen nicht beschädigen. Das ist also hier die Arbeit. Auf dieser Strecke hatten wir 25 ähnliche Brücken oder sogenannte Brücken. Die Erinnerung hieran lässt mir immer noch die Nackenhaare aufsteigen, denn also mit dem 3,3 Tonnen schweren Otto hier rüber zu kriechen, das war, ich würde mal sagen, schon an der Grenze des Unvernünftigen, aber in jedem Fall eine Mutprobe. Wir haben es Gott sei Dank überstanden. Auf der Bahn ist Otto natürlich auch gefahren, im Norden vom Sudan. In China auf der Straße hoch zum Basecamp des Mount Everest auf 5200 Meter. Die Chinesen haben in den letzten Jahren diese sehr ordentlich angelegte Piste. Hier unten sind die ursprünglichen Spuren noch zu sehen. Aber jetzt ist das sauber planiert worden und sogar abgesichert worden. Führt hoch auf 5200 Meter. Wir waren, unten sieht man ungewöhnlicherweise 2 weitere Fahrzeuge, aber wir waren auch dort ziemlich allein. Denn nach Tibet ist die Einreise für ausländische Fahrzeuge normalerweise gesperrt. Wir hatten damals sehr viel Glück gehabt und auch für chinesische Fahrzeuge eher die Seltenheit. Also man trifft wirklich ungewöhnlich wenige Fahrer dort. Auf dem Wege dahin führt die Strecke, das ist die Straße von Peking nach Nepal, durch das Gebiet, was gerade jetzt in den letzten Tagen in den Medien leider negative Presse hatte durch das große Erdbeben.
aber führte vorbei an dem einzigen 5000 Kilometer Stein, den es auf dieser Welt gibt. Es gibt Straßen, die länger sind. Die Transsibirische Straße bis nach Wladiwostok in Russland ist länger, die ist 9300 Kilometer, aber die Kilometerzählung wechselt in den einzelnen Provinzen, so wie auch in den USA auf den Interstates, auf den dortigen Autobahnen, die Kilometer immer in jedem Staat wieder bei Null anfangen. In China ist das nicht der Fall. Das ist die Fernstraße 318, die in Peking anfängt und hier in Tibet, kurz vor der Grenze nach Nepal, 5000 Kilometer überschreitet. So, das ist das Ziel gewesen in Tibet, oben am Mount Everest. Wir befinden uns auf 5200 Meter Höhe. Wunderschön, die Front des Mount Everest zu sehen, die man nur von hier aus so sehen kann. Da oben, nicht wahr, sind 4848 Meter. Auf der nepalesischen Seite, wo auch hier die Probleme jetzt in der letzten Woche entstanden sind, auf der nepalesischen Seite, kommt man an den Berg visuell nicht in dem Maße ran. Der Otto, den ich loben muss mit seinen 88 PS, ist auch dort am nächsten Tag gut angesprungen. Die Nacht war kalt, minus 15 Grad, und bei minus 15 Grad haben wir auch im Wagen geschlafen und das auch gut überlebt, also keinerlei wirklichen Schwierigkeiten gehabt. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, nicht wahr, wie Infrastruktur, wie Transporte in anderen Ländern aussehen, einen kurzen Blick auf den indischen Subkontinent, Indien und Pakistan. Es sind Künstler, nicht, die einen LKW so beladen können. Das sieht etwas ungewöhnlich aus, aber hält. Nicht, also solche Wagen fahren teilweise durch den ganzen indischen Subkontinent. In den Bussen weiß man oft nicht, ob oben mehr drauf sitzen als unten drin, aber wenn hier oben schon so viele sitzen, können Sie sich vorstellen, wie eng das da unten drin ist. Darunter ist noch ein Motorrad. Hier muss ich zwei, drei Worte zu sagen. Das ist die einzige Grenze zwischen den 1,2 Milliarden Indern auf der einen Seite und den 200 Millionen Pakistani auf der anderen Seite. Dies ist der internationale Export und Import zwischen diesen beiden Riesenländern. Wird nur auf dem Kopf getragen, genau bis zur Grenze, und dann wird es von dem einen Inder auf den gegenüberliegenden Pakistani übergeben und dann manuell weitertransportiert. Das ist die heutige Situation in diesen beiden großen Ländern. Es darf kein indisches Fahrzeug von Indien nach Pakistan fahren oder von Pakistan nach Indien. Ausnahme sind Ausländer, wir sind dort natürlich ein paar Mal rübergefahren, oder Botschaftsangehörige. Die Landebahn auf der Insel St. Martin, holländisch, oder St. Martin, französisch, endet hier direkt am Strand und ist nicht extrem lang. Das heißt, man muss sehr aufpassen, dass man möglichst am Landebahnkopf Bodenberührung hat, und dementsprechend hat man das Gefühl, dass das Fahrwerk hier den einen oder anderen Touristen berühren könnte. Es ist aber passiert, natürlich oft passiert, dass der ein oder andere Tourist dort in dem Luftstrom eine kleine Rolle gedreht hat. Schon ein mächtiges Flugzeug, die 747. Otto ist 41 Mal in einem solchen Container, nein, 40 Mal in einem solchen Container gewesen und dann einmal in einem offenen Container. Und diese offenen Container haben wir extra gemacht, weil die Reederei gerne ein impressionantes Foto haben wollte auf dem Wege von Jamaika in der Karibik nach Haiti. Der Kapitän hat auf halbem Wege die Maschine gestoppt. Kapitän und ich sind auf der Jakobsleiter an der Schiffswand runtergeklettert in das abgelassene Beiboot, sind mit dem Beiboot ein wenig weggefahren und haben ein paar Fotos gemacht, nur damit die Reederei für Werbezwecke ein paar attraktive Bilder bekam. Bitte? Ja, das kann ich beantworten. Wir haben normalerweise nirgendwo etwas bekommen oder auch angenommen. Dies war der einzige Transport in den 26 Jahren, den wir nicht bezahlt haben. Das ist eine gute Frage, Dankeschön. Hier kann man sich etwa vorstellen, wie eng
es im Panama-Kanal aussieht. Das sind gefühlt eine Handbreit Platz auf jeder Seite in diesen Schleusen. Otto ist in einem dieser Container und die Aufnahme ist gemacht von der Brücke eines deutschen Schiffes, mit dem wir Gelegenheiten hatten, natürlich aber dann bezahlt, Gelegenheit hatten, durch den Panama-Kanal Gott sei Dank bei Tageslicht zu fahren. Heute kommt man da nicht mehr ran an den Panama-Kanal, weil das durch die 11. September-Situation alles abgesperrt ist. Otto ist teilweise auf Bananenkuttern, ich nenne es immer so, Bananenkuttern in der Karibik transportiert worden. Wir waren in 22 Ländern der Karibik, 22 Inselstaaten. Und alle Freunde sagen immer, Mensch, was ein tolles Leben, nicht wahr? Und dann mit einer Fähre schnell von einer Insel zur anderen. Es gibt in der Karibik, bis auf zwei Ausnahmen, keinerlei Fährverbindungen. Otto ist also auf den unsäglichsten Kuttern transportiert worden. Wir haben hier auf dieser Fahrt haben wir 17 Stunden zu zweit hier vorne drin gesessen und haben diese Schaukelei da durch die nächtliche Karibik über uns ergehen lassen. Hier kann man sich ähnlich vorstellen, dass es zwar im Amazonasgebiet, wie knapp und teilweise ja doch auch wirklich riskant diese Transporte gewesen sind. Wir haben Gott sei Dank technisch natürlich viele Dinge erlebt. Im Spanisch sagt man, no hay nada que no hay, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber wir haben nie in den 26 Jahren die Situation gehabt, dass wir nicht weiterkamen. Wir konnten immer irgendwelche Unbilden vor Ort lösen und erfolgreich lösen. In diesem Falle ging es um ein vorderes Radlager auf 4.500 Meter Höhe, kurz vor der Passhöhe zwischen Argentinien und Chile in Südamerika. Vor vielen Jahren haben wir 500.000 Kilometer gefeiert. Eine Flasche Krimsekt, noch echter Krimsekt, im Zentrum der Kasachstan-Steppe. Nicht weit entfernt von Baikonur, ich weiß nicht, wer den Namen kennt, Baikonur, ist die Raketenbasis der Russen. Als der Geländewagen konzipiert wurde, hat man nicht damit gerechnet, dass er mal über 100.000 Kilometer kommt. Das heißt, der Kilometerzähler hört bei 99.999 auf und fängt dann wieder bei Null an. Um die Hunderter zu kreieren und zu dokumentieren, mussten wir immer hier ein kleines Abziehbild davor kleben, das heißt den Tacho ausbauen, mal mit nach Europa gehen nehmen, um ihn dort entsprechend umpräparieren zu lassen. Der letzte Kilometerstand, hatte ich vorhin schon gesagt, ist 899.500 und so viel, also ganz knapp vor 900.000. Wir haben Gott sei Dank verkehrstechnisch viele Länder überlebt, auch Indien überlebt. Wenn Sie sich vorstellen, in Indien gab es im letzten Jahr etwa 140.000 Verkehrstote. 140.000, Deutschland hat 3.500. Und das Verkehrsaufkommen, das Gesamtverkehrsaufkommen in Indien, das heißt Fahrzeuge, gefahrene Kilometer, ist in Indien etwa so hoch wie in Deutschland. Und nochmal 140.000 in Indien, 3.700 in Deutschland. Aber er hat natürlich auch ein paar kleine Unregelmäßigkeiten gegeben. Ja, okay, schau auf die Uhr. Unregelmäßigkeiten gegeben. Dies war ein Loch auf einer Piste, wo Otto reingerutscht ist. Damals haben Schwarzafrikaner die 3,3 Tonnen einfach in einer großen Gruppe wieder rausgehoben. Es hat im letzten besuchten außereuropäischen Land eine Rolle gegeben. Musste ausweichen, bin gerutscht auf Rollsplitt. Die Piste war deichähnlich gebaut, das heißt, es ging zu beiden Seiten runter. Otto kam dort an die Kante ran, hat sich überschlagen, blieb an einem Baum hängen, der hinter dem Wagen ist. Aber am nächsten Tag stand er wieder auf den Rädern und ich bin dann zwar ein wenig anlädiert, aber weitergefahren. Otto hat viele Tiere erlebt, nicht nur indische Arbeitselefanten, nicht nur die englischen Baboons, also hier die Strategen, hier sieht man es nicht so, nicht wahr, mit ihrem roten Hintern, die berühmten Steppenpaviane, nicht ungefährlich. Wollte natürlich nicht an die Dame, er wollte an die berühmte Banane der Dame. Im tiefsten Ost-Kongo-Busch an der Grenze zu Uganda
haben wir nach etwa 10 Stunden Suchen im Urwald diesen Silberrücken gefunden mit seinem Clan und Gott sei Dank eine Stunde lang hier beobachten können. Das ist, sieht aus, als wenn es gestellt wäre, ist aber eine ganz normale Zufallsaufnahme aus der afrikanischen Wildnis, nicht aus einem sogenannten Nationalpark. Gestöhnt, ja, aber ich weiß nicht mehr, war es Schmerz, war es Freude? Ich erinnere mich nur noch an das akustische Stöhnen der Dame. Hierzu vielleicht 2, 3 Worte. Die Bulbentellerlippen, Volksstämme im Südwesten von Äthiopien, und ich kann nur allen anwesenden Damen gratulieren, dass sie hier geboren sind. Ich habe auch 5 Minuten später angefangen. Dass sie hier geboren sind und nicht dort. Die Damen bekommen eine Tonplatte eingesetzt. Vorher wird die Lippe quer rüber geschnitten und dann ein wenig gestreckt, so ähnlich wie diese Ohrläppchen hier gestreckt sind. Damit aber die runde Platte Platz hat, werden die mittleren, unteren Schneidezähne rausgebrochen. Zum Essen nimmt man die Platte raus und dann hängt so eine hässliche Hautlappen runter. Das ist das Gegenteil davon, die Dame mit dieser Halskrause, ein dicker Messingdraht, der um den Hals gewickelt wird und ein Leben, das gesamte Leben dran bleibt. Erst am Tod, meist werden die Leichen verbrannt, kann man es abnehmen. Ich habe diese Halskrause von der Mutter dieser Dame zu Hause. Krieg leider nicht nur in Äthiopien, Eritrea. Ein paar Eindrücke noch von vielen Menschen in Papua-Neuguinea, ein Eindruck von dem größten Volksfest der Welt und natürlich der Tragfähigkeit vom Otto, die sitzen hier alle drauf. Für die Amerikaner kaum vorstellbar, nicht wahr, dass wir mit dem Wagen auch mit einem kubanischen Nummernschild in Guantanamo waren. Genehmigung damals vom Raul Castro, in ähnlicher Weise wie die Genehmigung hier vom Kim Jong-il in Nordkorea. Otto war der einzige und erste Wagen, der je nach Nordkorea reinkam und bis jetzt reingekommen ist. Auf dem Wege das Gegenteil von Russen in Russland, von Moskau nach Wladiwostok, 9300 Kilometer. Ein kurzer Blick in die USA, zur Zeit, als die Türme noch standen. Und etwas Lustiges aus den USA, das größte Ballonfest im Süden von Albuquerque in Neumexiko. Das Bedauerliche ist, dass der Fahrkorb hier unten dran geflanscht wurde und nicht an einem dieser Zitzen hängt. Und eine Sekunde nur noch, das Letzte, da wollen wir noch zeigen hier, die Rückreise im letzten Jahr am 18. Oktober in Berlin. Mit riesen Medienaufwand wurde Otto begrüßt. Es steht jetzt im Verkauf Mercedes in Stuttgart und geht für die nächsten 2 Jahre auf Tournee um die Welt. Danke dir, Gunther. Super tolle Geschichte. Gunther ist auf jeden Fall auch noch ein paar Minuten da, wenn ihr mehr Anekdoten hören wollt. Da ist mehr, wo das herkommt. Das weiß ich. Nehmt euch die Karte mit von Ottos Reise. Besucht Otto in Stuttgart oder wenn er auf World-Tournee geht. Ja, also für Berliner, er kommt im Juli hier nach Berlin und wird wahrscheinlich hier bei Mercedes in Berlin für etwa 4 Wochen ausgestellt werden. Eure Chance. Danke dir, Gunther. Okay. Sorry, jetzt fehlt noch viel mehr.